Guillermo Gallardo. Pädagogischen Tipps versucht sie noch mal ein bisschen aufzumuntern. Keine 6. Sie machen auch nicht den Eindruck, als hätten sie dieses Match schon abgeschrieben. Das kann man nicht sagen. Aber sie kommen nicht rein. Und das liegt in erster Linie an der Annahme. Und ohne Annahme geht gar nichts. Jetzt kommt Nadja Jędrzejewski immerhin mal im oberen Zuspiel diesen Ball auf die 2 boxieren und prompt führt's zum Erfolg. Sehr schön gemacht. Gegen die Laufrichtung über Kopf gestellt. Nicht leicht. Spielberg dankt mit dem 2. Punkt. Das ist der Unterschied. Auch ein guter Aufschlag von Fitzgibbert, aber die Annahme stimmt. Mit ein bisschen Glück irgendwie nach vorne geboxt. Extrem viel Drall. Aber Nein Apetz kann den Ball gut zuspielen und das der Hippe verwandelt. Kriegt ein Zeichen von Alex Weibel, auf wen sie aufschlagen soll. Diesmal hat es gepasst. Eigentlich keine schlechte Annahme von Lenka Dürr. Libera. Aber dann hat sich wohl auch der Dresdner Block gedacht, jo, wenn die Annahme mal kommt, dann will sie vielleicht auch durch die Mitte spielen, die Nadja Jędrzejewski. Das hat sie getan. Und der Block sagt, no. Guter Aufschlag, Saskia Hippe, die Linie entlang. Probleme bei Johanna Bark, die den Ball nicht nach vorne bekommt. Haben wir nochmal den letzten Aufschlag von Saskia Hippe. Sehr schöner Jumpfloater die Linie entlang. Da muss sich Johanna Bark lang machen. Kommt nicht hinter den Ball. Der Punkt zum 8:2 für Dresden. Und auch in diesem 4. Durchgang kommt Fitzbiburg nicht in Schwung. Ein Pfiff von Ralf Barnsdorf, dem dieses Zuspiel nicht gefallen hat. Direkt zwei Finger in die Höhe, das heißt zweimal berührt. Eher selten bei den Zuspielerinnen der Fall. Nadja Jędrzejewski beschwert sich aber nicht. Wieder guter Aufschlag, gute Annahme diesmal aber auch. Und so kann es doch gehen. Tatjana Zautis über die 2 mit Erfolg. Sagen wir sie, Stuttgarterin, 30 Jahre ist sie alt. Hat auch schon in der Nationalmannschaft gespielt, 13 Mal. Kam von Smart Allianz Stuttgart. Früher auch in Münster und Leverkusen schon aktiv gewesen. Jetzt Konzentrationsfehler bei Dresden. Schon wieder. Spiel im Bagger von Marin Apetz und Grit Müller schlägt in den Block, aber der packt zu
Und das gefällt Alexander Weibel nicht. 5:9, er nimmt eine Auszeit. 5:9 aus Sicht von Fils Biburg nach diesem schönen Block. Der Köpenicker SC scheint dann doch noch die Kurve zu kriegen. Nach 0:2 Rückstand gegen VCO Berlin haben sie jetzt ausgeglichen zum 2:2. Es geht also in den fünften Satz in diesem Berliner Duell. Schwerin und Potsdam sind auch im fünften Satz. Und Hamburg führt in Sinsheim mit 2:1. Angriffsklassiker im Frauenvolleyball, gute Annahme, dann der überkopfgestellte Ball. Einbeiniger Absprung in dem Fall von der Kapitänin, der Fanny Tag. Erfolgreicher Abschluss, 10:5 Dresden. Kommt, dann geht auch was bei Fils Biburg. Diesmal Tatjana Zautis, die den Ball gut nach vorne bringt. Und die Linkshänderin hier groß im Bild. Groß, weil 1,93 Meter lang Natalia Korobkova. Bark kommt diagonal über die Außenposition durch. Nach dem siebten Punkt für Fils Biburg nur noch 3 Rückstand. Jetzt könnte es noch mal interessant werden in dieser Phase. Kann Fils Biburg noch zurückkommen? Und ein guter Block. Team war das, die da in den Doppelblock geschlagen hat. Ein wohlgemerkt langer Doppelblock, ich habe es mehrfach erwähnt. Kralikova 1,92, Korobkova 1,93. Und der Ball wird für Fils Biburg gegeben. Der Schiedsrichter entscheidet keine Blockberührung durch Johanna Bark, die da sehr wohl zugreifen wollte. Kurze Beratung. Schauen wir noch mal hin. Schwieriger Ball für Maren Apitz. Aber es sieht so aus, als wäre da auch keine Ballberührung gewesen. Maren Apitz stellt den Ball ins Niemandsland. Schwer zu entscheiden. Auf jeden Fall jetzt nur noch ein Punkt Rückstand für Fils Biburg. Johanna Bark kommt nicht durch. Ganz schwerer Ball. Über Kopf gebaggert. Kommt nur irgendwo im Niemandsland zwischen Position 3 und 4 runter. Der Block wäre da gewesen, aber landete im Netz, der Ball. Zum 11:9 für Dresden. Gerettet. Es geht weiter. Johanna Bark schlägt in den Block. Anna Smilo holt ihn sich. Wichtiger Punkt. 12:9. Nach dieser klasse Rettungsaktion der Dresdnerinnen in der Abwehr machen sie dann noch nach vorne im Block zu. Durch die Kalifornierin hier. Anna Smilo mit dem 12. Punkt. Name, Schwierigkeiten. Und jetzt schlägt Friederike Thieme den Block an. Und Dresden zieht wieder davon. Die Hamburger Jadow muss reagieren.
Phase, in der sein Team dran war. Er wechselt. Johanna Bark geht raus. Sarah Petrausch kommt wieder rein. Eine Auszeit nimmt er noch nicht. Drei Punkte am Stück für Dresden im Moment. Und Annahmeprobleme. Das ist der vierte Punkt. Jetzt aber ist es Zeit für eine Auszeit in Vilsbiburg. Ja, sie waren dran bis auf einen Punkt und jetzt sind sie wieder fünf Punkte weg. Tja, schwierige Sache für Guillermo Gallardo. Was soll er seinem Team sagen? Wenn die Annahme kommt, dann geht's. Dann sind sie bei der Musik. Dann können sie Paroli bieten, den Dresdnerinnen. Aber nur dann. Also ist das alles entscheidende Element. Jetzt in diesem vierten Satz. 5 Punkte Rückstand. Erneuter Aufschlag, Stefanie Karg. Guter Aufschlag. Und sie spielen durch die Mitte. Kaum einmal gesehen in diesem Match. Erfolgreich. Jentzewski auf Kralikova. Und der Fehlaufschlag. Korobkova. Ja, man muss natürlich Risiko gehen in dieser Situation, in dieser Phase. 4 Punkte der Rückstand. Und wenn dann das Selbstvertrauen nicht voll und ganz da ist, dann klappt es nicht mit so einem Jumpsurf. Jetzt aber der einbeinige Angriff. Vilsbiburg, den können die auch. Fritz Müller kann ihn nur noch nach hinten verlängern. Vilsbiburg verkürzt. Aufschlag jetzt bei der 20-jährigen Sarah Petrausch, die auch schon für Deutschland 7-mal aktiv war. Gefährlich, nicht leicht, nur ein Ball. Der kam relativ dicht hinterm Netz runter und ist dann oftmals ein gefundenes, was ist für den Block. Das klappt auch der Doppelblock, aber Friederike Thiem kommt dran vorbei. Und André Zander, der zweite Schiedsrichter, hat auch noch den Block im Netz gesehen. Trotzdem gibt es nur einen Punkt für Dresden. Technische Auszeit. Stimmung in der Margon Arena in Dresden. Alexander Weibel gefällt's. Er heizt hier auch nochmal das Publikum an. Seine Mannschaft führt 2:1 nach Sätzen und 16:11 im vierten Durchgang. Tatjana Zautes über die 4. Kerstin Scherlich, die Basis für einen Schnellangriff durch die Mitte, der hat Erfolg, 17:12 für Dresden.